Da macht man sich klar, dass der Aufwand, den die Polizei betreibt, aufgrund der Strafrechtsbestimmungen im Betäubungsmittelrecht kontraproduktiv ist. Ja, Leute, willkommen zur allerersten Folge Banks Talks. Wir sind hier in Münster oder so. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, was ist Banks Talks? Ich habe einfach nicht so gute Erfahrungen damit gesammelt, selbst interviewt zu werden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe den Spieß um und interviewe andere Leute. Mein erster Gast heute wird Hubert Wimper sein. Er ist ehemaliger Polizeipräsident von Münster und Vorsitzender des Vereins Sleeps, Law Enforcement Against Prohibition. Und ja, ich freue mich auf dieses Gespräch. Viel Spaß. Hallo. Ja, alles gut. Tschüss. Deswegen will ich unbedingt eine andere Maske haben, das sieht immer aus wie ein Überfall, wenn ich sie anziehe. Vielleicht gucken wir dann mal drum. Ja. Gut, wer überfällt heute schon auf eine Bank? Ja, Leute, wir sind hier in Münster mit Herrn Hubert Wimper, dem Vorsitzenden vom Verein Lieb, Law Enforcement Against Prohibition. Er war 14 Jahre, waren Sie, Polizeipräsident? 17 oder? Jahre, 9 Monate. 17 Jahre, 9 Monate? Yes. War er Polizeipräsident hier in Münster, oder? Ja. Die Zuschauer wird bestimmt interessieren, was macht denn ein Polizeipräsident überhaupt? Na ja, gut, also hier in Münster ist es eine Behörde mit 1800 Mitarbeitern, die die ganze Palette polizeilicher Arbeit abbildet, von der Gefahrenabwehr bis zur Strafverfolgung. Und die Aufgabe eines Polizeipräsidenten ist, diese Behörde zu leiten, also Prioritäten zu setzen, die Arbeit der Polizei in der Öffentlichkeit darzustellen, also der erste Pressesprecher sozusagen des Polizeipräsidiums. Und natürlich auch die Einsätze der Polizei zu rechtfertigen und nach außen hin zu vertreten. Also eine klassische Managementaufgabe. Wahrscheinlich auch die Schnittstelle zwischen Behörde und Politik, vermutlich. Auch das, genau. Also die Kommunikation mit der Politik, weil Polizei ja sehr in der Öffentlichkeit steht, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja. Sowohl auf Landesebene mit dem jeweiligen Innenminister, ich habe 4 Stück erlebt, als auch hier vor Ort mit dem Oberbürgermeister und der Spitze der Verwaltung. Wie kann ich mir denn die tägliche Arbeit von Ihnen im Verein vorstellen? Gut, Law Enforcement Against Prohibition heißt ja sozusagen Strafverfolger gegen die Prohibition. Das heißt, das ist der erste Punkt unseres Vereins. Wir wollen in erster Linie Leute, die in Strafverfolgungsbehörden Erfahrungen mit Drogenkriminalität und Ermittlungsverfahren gemacht haben und das Scheitern der Prohibition aus dieser Perspektive beurteilen können, organisieren. Das machen wir. Also wir sind, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir zu einem Großteil in der Tat Polizisten, Staatsanwälte, Richter aus der Strafjustiz, Leute, die sich als Verteidiger in Drogenermittlungsverfahren betätigen, organisiert haben. Und wir versuchen Politikbeeinflussung. Das ist unser Ziel. Wir wollen ein anderes Betäubungsmittelrecht in Deutschland. Wir denken, dass die Prohibition, die ja dazu führt, dass eine Vielzahl von Konsumierenden kriminalisiert wird, Gegenstand von polizeilichen Ermittlungsverfahren ist, im Einzelfall zu Haftstrafen verurteilt werden. Diesen Zustand wollen wir beenden, weil wir ihn für schädlich halten, was die Gesundheit der Konsumierenden angeht, weil wir ihn für verfassungsrechtlich bedenklich halten. Und das ist unser Job. Wir versuchen, Politik zu beeinflussen. Wir machen Lobbyarbeit für eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Jeder, der die Ziele unserer Satzung verfolgt, kann bei uns eintreten. Wir unterscheiden, was die Mitglieder angeht, zwischen einer Sprecherfunktion, da ist eine konkrete berufliche Erfahrung im Bereich der Strafrechtspflege erforderlich, und Unterstützer. Und Unterstützer kann man werden, wenn man sagt, ich gucke mir die Satzung an, ich bin mit den Zielen eurer Satzung einverstanden, ich möchte mich da gern engagieren, dann ist uns jeder herzlich willkommen. Ja, also ich denke mal, unter den Zuschauern sind einige, auf die das zutrifft. Ich habe auch schon Nachrichten von Leuten von Bundesbehörden bekommen. Wenn ihr euch engagieren wollt, dann wisst ihr jetzt wo. Genau. Ich kann euch nur ermuntern, geht auf unsere Homepage www.lieb-deutschland.de. Da gibt es Kontaktformulare und tretet bei uns ein, wenn ihr für eine andere Drogenpolitik seid. Ja. Du bist ja im Ruhestand. Wieso entspannst du nicht, genießt deine Zeit und
denkst du nach mir die Sintflut? Wo kommt die Motivation her, dass du dich so engagierst? Erstmal finde ich, Ruhestand ist kein Ausruhestand. Also das fände ich extrem langweilig, nur sozusagen auf der faulen Haut zu liegen und zu verreisen oder Sport zu betreiben. Also ich finde es schon wichtig, sich weiterhin zu engagieren, gerade nach so einer beruflichen Vergangenheit. Und meine Motivation beruht auf meiner konkreten Erfahrung in fast 18 Jahren Dasein als Polizeipräsident hier in dieser Stadt. Da macht man sich klar, dass der Aufwand, den die Polizei betreibt, aufgrund der Strafrechtsbestimmungen im Betäubungsmittelrecht kontraproduktiv ist. Es ist ganz einfach. Es gibt in unserer Gesellschaft eine Nachfrage an psychoaktiven Substanzen. Mhm. Cannabis ist eine davon, aber es gibt ja eine ganze Palette. Zum Teil sind sie legal, wie Alkohol, aber ein Großteil ist einfach aus bestimmten historischen Gründen illegalisiert worden. Mhm. Wenn es diese Nachfrage gibt und das Angebot nicht legal befriedigt werden kann, dann sucht sich die Nachfrage einen anderen Markt und das ist ein krimineller Markt. Genau. Also die Angebotsseite ist illegal und in den Händen von mehr oder weniger gut organisierten Organisationen. Das ist für kriminelle Organisationen ausgesprochen attraktiv, weil es sehr profitabel ist, dieses Geschäft. Die 20 bis 30 Kilo pro Monat, was einen Umsatz von 100 bis 120.000 ungefähr macht. Also die Nachfrage sucht sich ein Angebot und das ist kriminell und da werden horrende Gewinne eingefahren. Und wenn man sozusagen diese Ermittlungsverfahren aus der beruflichen Nähe verfolgen musste, ist es völlig klar, die Erkenntnis, wir brauchen eine Änderung des Betäubungsmittelrechts und das erklärt das Engagement. Finde ich sehr beeindruckend und auch inspirierend. Ich denke auch nicht, dass ich später im Ruhestand wirklich einen Ruhestand eingehen würde. Das Schöne am Ruhestand ist, man kann das machen. Man kann nur noch das machen. Man sollte nur noch das machen, was einem wirklich Spaß macht, wofür man sich engagiert. Und insofern ist das für mich ein ganz wichtiger Aspekt meines gegenwärtigen Lebensabschnittes. Die Beziehung zwischen den Bürgern und staatlichen Behörden wie der Polizei, dass die darunter leidet, unter der Prohibition, weil eben Moral und Gesetzgebung, oder ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber dass die ein bisschen auseinanderdriftet in diesem Punkt. Ja, das ist auch ganz nachhaltig so. Also ich meine, bei den Zahlen, die wir kennen, gibt es ungefähr 4 Millionen in Deutschland, die regelmäßig Cannabis konsumieren, zum Beispiel als die am meisten konsumierte illegalisierte Droge. Ich glaube sogar ein bisschen mehr wahrscheinlich noch. Ja gut, regelmäßiger Konsum regelmäßiger, heißt dann, okay. Ja mehrmals im Monat konsumieren. Ja. So, das ist ja schon eine große Zahl. Das Einzige, was sie machen, ist, sie kiffen, sie konsumieren Cannabis und nicht oder weniger Alkohol. Das ist der einzige Unterschied. Bei den einen wird es toleriert. Ja. Es gibt ja sogar eine Werbung für Alkohol, so nach dem Motto Spaß im Glas, also ein richtiges, gutes Lebensgefühl stellt sich eigentlich nur ein, wenn man vorher Bacardi oder sonst was getrunken hat. Mhm. Und wer Cannabis konsumiert, wird verfolgt. Er steht also immer in der Gefahr, dass er erwischt wird und dass er Beschuldigter in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren wird. Und er schädigt ja niemand anders. Das ist ja eigentlich der Sinn unseres Strafrechtsrahmens. Rechtsschädigungen, Beeinträchtigung von Rechten anderer nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja. Bei dem Konsum von Cannabis ist das überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch völlig untypisch eigentlich für unser Strafrechtssystem. Und diejenigen, die polizeilich verfolgt werden, haben natürlich die Frage, was macht die Polizei da eigentlich? Warum gerade ich? Ich tue doch niemandem etwas. Also insofern ist es in der Tat auch ein Aspekt, dass das Vertrauen zumindest zu dem Teil der Bevölkerung, die illegalisierte Drogen konsumieren, natürlich beeinträchtigt wird. Das ist so. Es gibt viele Leute, also darunter fall auch ich, die niemals eine Straftat begangen haben und überhaupt erst in Konflikt mit dem Staat kommen, nur eben durch das Cannabisverbot. Ja, also ich meine, das ist eine völlig irrationale Geschichte.
ein Mitglied in unserem Verein, der eine Vielzahl von Läden betreibt, in denen er CBD-Produkte verkauft, also CBD-haltige Cannabis-Produkte, die nicht unter das Betäubungsmittelrecht waren, weil der Wirkstoff, der nun wirklich psychoaktiv wirkt, so gering in diesen Produkten vertreten ist. Also er verkauft Hanföl. Ob man das braucht, ist eine völlig andere Frage, aber der ist regelmäßig Gegenstand von Polizeirazzien. Ja, also das ist zum Beispiel eine Geschichte. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Ja, und dann wird Ware sichergestellt im Wert von 40.000 bis 50.000 Euro. Mhm. Und der fragt sich natürlich, was passiert da eigentlich mit mir? Warum machen die das? Ist die Ware, hat er dann schon wieder Verlust eingefahren? Absolut. Absolut. Oder derjenige, der abends in eine Führerscheinkontrolle gerät. Mhm. Er konsumiert regelmäßig Cannabis. Der letzte Konsum liegt eine Woche zurück. Bei demjenigen, der regelmäßig Cannabis konsumiert, kann man Wochen nach dem Konsum im Blutserum noch THC feststellen. Und der Grenzwert, den wir haben, ist so gering, dass jemand, obwohl der Konsum eine Woche zurückliegt und dieser Konsum überhaupt keinen Einfluss auf seine aktuelle Fahrtüchtigkeit hat, in der Gefahr ist, den Führerschein zu verlieren. Also das ist ein ganzer Rattenschwanz, der sich dort anschließt, und bei den Leuten, die davon betroffen sind, habe ich zumindest Akzeptanz dafür, wenn die denken, das ist eine völlig verkehrte Welt. Ja. Das fragt ja auch nicht die Polizei, hast du vor einer Woche Alkohol getrunken? Nee. Also das wäre so. Aktuell nicht im Rauschzustand. Das wäre so, Sie kommen vom Supermarkt und haben, weil Sie Geburtstag haben oder sonst was haben, haben ein bisschen eingekauft und hinten auf der Rückbank liegen zwei Flaschen Rotwein. Kein Polizist käme auf die Idee, wegen dieses Umstandes den Autofahrer zu einer Blutprobe zu bewegen. Wenn Sie aber Cannabis hinten finden und wenn es nur ein paar Krümel sind, dann ist der Fall genauso. Dann wird ein Drogentest gemacht und im Zweifelsfall wird eine Blutprobe angeordnet mit dem ganzen Rattenschwanz, den ich gerade angesprochen habe. Ja. Ich denke, es führt auch dazu, dass viele, gerade in unserer Generation, ein schlechtes Bild von der Polizei haben. Meiner Meinung nach ist es aber eher so, dass die Polizei als Exekutivgewalt genauso Opfer der Gesetzgebung ist. Die Polizei ist an Recht und Gesetz gebunden und das ist auch gut so, dass das so ist. Und insofern wird eine Revolution auch im Betäubungsmittelrecht nie von der Polizei ausgehen können. Das Wichtigste ist, dieses absurde Strafrechtsregime im Betäubungsmittelrecht zu ändern. Und deshalb ist für uns der Ansprechpartner in erster Linie nicht der verantwortliche Einsatzführer der Polizei, der hier irgendwo am Bahnhof oder in Frankfurt im Bahnhofsbereich eine Razzia anordnet, sondern Ansprechpartner sind für uns die Leute, die als Abgeordnete des Deutschen Bundestags in der Lage sind, dieses Betäubungsmittelrecht zu ändern. Und es gibt ja Licht am Ende des Tunnels. Wir haben im Moment im Deutschen Bundestag eine Mehrheit, die offenkundig die Entkriminalisierung und Regulierung des Cannabismarktes angehen will. Darauf konzentrieren wir uns momentan auch, den Leuten zu sagen, nun macht es auch, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist für uns der Adressat. Die Polizei ist an Recht und Gesetz gebunden. Die kann nicht entscheiden, ob sie das Recht im Einzelfall gut oder schlecht finden, sondern sie muss das bestehende Recht anwenden. Und das ist in einem Rechtsstaat auch gut so. Auch wenn es in vielen Fälschen, wie wir gerade gehört haben, das stimme ich zu. Auch als Jurist musst du nur das vorhandene Gesetz auslegen. Die Politik ist dann zu. So ist das. Ich denke, dass auch in meiner Generation, wir sind da ein bisschen anders, sag ich mal. Der Alkoholkonsum geht zurück. Cannabis hat quasi unsere Generation übernommen. Also, wie bitte? Unser täglich Brot. Deswegen war es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Legalisierung an Fahrt aufnimmt. Ging doch dann jetzt fast schon schneller, wie man dann erwartet hat. Wie lange müssen wir noch warten, bis wir in einen Shop gehen können? Ja, also ich teile erstmal die Auffassung, dass es jetzt doch schneller gekommen ist, als auch ich das erwartet habe, weil man darf das überhaupt nicht leugnen. Die Widerstände gegen eine Cannabis-Legalisierung in der Gesellschaft sind weiterhin groß.
Ja. Werden in erster Linie natürlich abgebildet durch die konservativen Parteien, speziell die CDU. Wir hatten jetzt mehrere Bundesdrogenbeauftragte hintereinander, die der CSU angehört haben. Die durch Kompetenz geglänzt haben. Die durch Kompetenz in der Tat geglänzt haben, die aber dann auch gesagt haben, also Cannabis ist schädlich und eine schädliche Droge kommt nicht in Betracht. Und wenn man sie auf Alkohol angesprochen hat, haben sie gesagt, ja, Alkohol ist aber abendländisches Kulturgut, das gibt's ja schon immer und auch das ist Geschichtsklitterung. Also man soll das nicht unterschätzen, dass es immer noch Widerstände gibt. Jetzt gibt es im Deutschen Bundestag eine Mehrheit. Und Sie haben es in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Die Legislaturperiode dauert 4 Jahre. Das heißt, von der Legislaturperiode sind jetzt gut 6 Monate rum. Jetzt haben Sie noch genau 3,5 Jahre Zeit, um das, was Sie politisch wollen. Wir können es auf Corona und Ukraine. Krise dazwischen, aber an sich sind das ja ganz andere, Felder. Also Corona ist schon ein Punkt in der Tat, weil beide Gebiete in den Bereich des Gesundheitsministeriums fallen. Und der amtierende Gesundheitsminister Karl Lauterbach eher eine Priorität hat für die Corona-Geschichten. Ich hoffe, es wird weniger. Ja. Aber auch ein Gesundheitsministerium arbeitet arbeitsteilig. Also es gibt ausreichend Sachverstand, um sich um die Umsetzung dessen zu kümmern, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden ist. Und da steht drin, Abgabe an Erwachsene in lizenzierten Geschäften aus Gründen des Recreational Konsums, also des Freizeitkonsums, nicht nur als Medikament. Ja. Und das muss jetzt verdammt nochmal gemacht werden. Wir erwarten das auch konkret von den 3 Parteien, die diese Regierung tragen, dass sie damit jetzt anfangen. Und das sind auch die aktuellen Gespräche, die wir als LEAP, als einer von den NGOs, die in diesem Bereich tätig ist, im Moment führen. Sie haben da ja auch ein gutes Standing, gerade aus dem Law Enforcement-Bereich von Strafverfolgern. Absolut. Man kommt da anders rüber, natürlich, wie wenn ich mich jetzt dahin stelle. Völlig klar. Also wenn ein Polizeipräsident AD kommt, dann gehen die Türen eher auf, als wenn, ich sag mal, ein Interessenvertreter der Kiffer-Community da auftauchen würde. Und damit versuchen wir natürlich auch zu wuchern mit diesem Fonds. Eine Entkriminalisierung kann man ja relativ schnell umsetzen. Könnte man relativ schnell umsetzen, aber auch da sagen ja die Akteure der Ampelkoalition, das wollen sie nicht, weil sie wollen keine Entkriminalisierung ohne Gesundheitsschutz für die Konsumierenden. Und deshalb gehören Entkriminalisierung und Regulierung immer zusammen. Das wird von einigen kritisiert, auch von mir, weil solange das Gesetzgebungsverfahren nicht abgeschlossen ist, gibt es jährlich ungefähr 180.000 polizeiliche Ermittlungsverfahren gegen Cannabiskonsumierende. 180.000, das ist keine kleine Zahl und sie sind Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens und auch wenn das Verfahren am Ende eingestellt wird durch die Strafjustiz, bleiben die Akten bei der Polizei und können bei Bedarf wieder hervorgeholt werden. Und das ist ein Zustand eigentlich, den man nicht mehr hinnehmen kann. Ich habe überlegt, was bei mir allein in den Ermittlungen an Aufwand betrieben wurde, wie viel Personal da gebunden wurde, was dann wiederum in anderen Ermittlungen die gesellschaftlich wichtiger wären. Wir haben ja auch einen Ökonomen bei uns im Verein, der also auch für den Deutschen Handverband tätig ist, Justus Haukapp, der hat das ja jetzt mal sehr vorsichtig ausgerechnet und der kommt im Hinblick auf die Einsparung im Bereich der Strafverfolgung und auf die Möglichkeit, eine sehr moderate Steuer auf Cannabis zu erheben, auf eine Summe, die je nachdem zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden Euro jährlich liegt. Also das ist schon eine relevante Zahl. Das ist auch eine konservative Schätzung wahrscheinlich. Ist eine sehr konservative Schätzung. Ich glaube, da wird auch ziemlich unterschätzt, wie viel meine Generation. Aber immerhin, selbst wenn man sagt, es ist konservativ, in der Realität wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein. Also 3,5 Milliarden Euro jährlich ist ja schon eine nicht ganz unwesentliche ist schon Summe. Ein bisschen Geld. Also um die Frage zu beantworten, ich erwarte bis 2024 ein geändertes Betäubungsmittelgesetz, das Cannabiskonsumieren legalisiert und das zumindest erste Schritte beschreibt, wie Konsumierende an ihren Stoff kommen. Weil wir wollen weg vom Schwarzmarkt, wir wollen hin zu lizenzierten Fachbetrieben, wir wollen, dass es qualifiziertes Personal gibt, die nicht aus kriminellen Motiven handeln.
Wir wollen einen verantwortungsbewussten Umgang, der den Konsumierenden auch erlaubt, was sie denn überhaupt einkaufen. Also wie hoch ist der THC-Gehalt? Genau. Wir haben ein großes Problem mit der Reinheit des auf dem Schwarzmarkt beschafften Cannabis. Das ist gestreckt. Es ist, auch das haben wir festgestellt, zunehmend mit synthetischen Cannabinoiden versetzt, genau, die den THC-Gehalt in der Tat in gesundheitsgefährdende Dimensionen treiben kann. Wir wollen eine Transparenz. Also wer in einen Laden geht, der soll auswählen können innerhalb bestimmter Grenzen, was ihm gut tut, und er soll entsprechend beraten werden. Beides gehört zusammen, die Entkriminalisierung und die Regulierung der Angebotsseite. Ist ein bisschen paradox. Die Gesetzgebung zielt ja darauf ab, dass die Gesundheit der Bürger geschützt wird und körperliche Unversehrtheit. Man darf sich ja nicht mal selbst schädigen. In der Realität, wie Sie ja eben schon erklärt haben, durch die synthetischen Cannabinoide und die Streckmittel, führt ja erst die Illegalität zu der eigentlichen Gesundheitsbeeinträchtigung. Absolut, absolut. Das weiß auch die Fachwelt, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das eigentliche gesundheitsgefährdende Problem, Würden Sie, wenn Cannabis legal ist, mit mir in einen Coffeeshop gehen? Also Coffeeshop nicht, das ist ja auch ein Begriff, der eigentlich aus Holland kommt, sondern in einen lizenzierten Laden. Ja, also klar, aber nur als fachkundiger Begleiter. Ich habe zweimal in meinem Leben Cannabis probiert, eine Wirkung so richtig ist nicht eingetreten. Insofern werde ich keine Kifferkarriere mehr beginnen. Vielleicht einer der nächsten, ich glaube, das mache ich jetzt mal als Standardfrage von allen meinen Interviewgästen. Okay. Vielleicht finde ich ja irgendjemand. Stimmt. Bestimmt, ja. Also klar. Ich mein, mal bei den Politikern nochmal durchfragen. Und ja. Also ich kenne aber auch die konkrete Kiffererfahrung der drogenpolitischen Sprecher nicht im Moment. Also kann ich auch keinen richtigen Tipp abgeben, wer da der geeignete Ansprechpartner für ist. Ich glaube, bei den Grünen bin ich auch eigentlich schon richtig, oder nicht? Ja, vielleicht. Die Sozialdemokraten tun sich schwer, also die haben eher eine bestimmte Affinität zu Alkohol. So, ja. Eine ganze Generation sind ja in Kneipen, Hinterzimmern, genau, sozialisiert worden. Gerade auch hier im, bei der FDP als Mittelstandspartei würde ich auch eher sagen, da wäre es, wenn überhaupt, wäre es wahrscheinlich eher Kokain. Aber das ist ja so als typische Mittelschichtsdroge. Aber das wird ja alles sozial integriert konsumiert, und insofern. Obwohl die FDP, die hat ein ziemlich gutes Marketing-Ding gemacht. In Gießen, wo ich herkomme, eine Studentenstadt, da muss man halt anders auf die Wähler zugehen. Die haben nämlich Longpapes verteilt, wo drauf stand: ja. Will gelb und Rauchgrün will gelb, genau. Okay. Kam ganz gut an bei den Studenten. Also. Ja, ich meine, ich bin ja froh, dass wir die FDP bei der Legalisierungsdiskussion an unserer Seite haben. Deshalb werde ich auch jetzt nichts Despektierliches mehr über die FDP sagen. Es ist gut, dass Sie dabei sind. Und ich meine, um es nochmal ernsthaft zu wenden, hinter der Forderung nach Legalisierung steckt natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, jeder kann das machen, solange er die Rechtssphäre anderer nicht beeinträchtigt. Und diese Voraussetzungen sind bei Cannabis und bei den meisten anderen illegalisierten Drogen gegeben. Also insofern haben wir da in der Tat auch eine inhaltliche Schnittmenge, was die Begründung angeht, für die wir angetreten sind. Der Staat ist ja für die Bürger da und nicht die Bürger für den Staat. So sollte es eigentlich sein, genau. Sollte es eigentlich sein. Genau. Andreas Müller, mein Freund aus Bernau, der da ja vorgeprescht ist. Und es gibt vom Amtsgericht Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Frau von Diewitz, auch Mitglied bei uns, eine inhaltsgleiche Normenkontrollgeschichte beim Bundesverfassungsgericht. Dritte stammt hier aus Münster. Der Kollege, der das gemacht hat, ist leider noch nicht Mitglied bei LIEB, aber die anderen beiden schon.
Und sie werden sich in diesem Jahr damit beschäftigen. Nur sie haben in der letzten Zurückweisung 2002 eines ähnlichen Verfahrens gesagt, der Ball liegt im Spielfeld des Gesetzgebers. Wir können nicht der Ersatzgesetzgeber als Bundesverfassungsgericht sein. Also Gesetzgeber, entscheide du das. Ob sie das angesichts der weiter fortgeführten gesellschaftlichen Diskussion, weil es gibt ja erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der BTMG-Normen, ob sie das nochmal so machen, weiß ich nicht, aber ich bin ganz gespannt. Irgendwann Ende des Jahres wird der zweite Senat, glaube ich, des Bundesverfassungsgerichts darüber entscheiden. Über das konkrete Verfahren, was Andreas Müller vorgelegt hat. Ja, Andreas Müller wäre übrigens auch ein guter Kollege, der nach Legalisierung mit ihm in so ein lizenziertes Fachgeschäft gehen würde. Der wird das sofort machen. Dann muss ich ihn auch mal kontaktieren für ein Interview. Ja, aber dann müsst ihr noch weiterfahren. Der wohnt am Stadtrand von Berlin. Berlin ist eine schöne Stadt. Ja, das stimmt. Da willst du auch gerne mal hin, ne? Das stimmt. Ja. Schon eine schöne Stadt. Wir wollten eigentlich auch zur 420-Demo kommen, aber dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ja, ja. Leider. Ansonsten wären wir da auch am Start gewesen. Aber okay. Ein schöner Berlin-Trip zum Richter Müller. Der wäre auch eine gute Reise. Grüßt ihn von mir, aber ich werde wahrscheinlich vorher noch Kontakt mit ihm haben. Kann gut sein, ne?